Ich freue mich, dass er hier ist, dass er sich die Zeit genommen hat. Professor Brause, ich darf das Wort gleich weitergeben. Ja, herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie da bei dieser... Immer ganz sein? Okay, das wird schwierig. Ich freue mich, dass ich da also etwas unterstützend tätig sein darf. Es ist ja in heutigen Zeiten wie diesen, Arbeitszeitgesetz und so weiter, Personalmangel, der ja überall herrscht, Ärztemangel, ihr seid ja alle herzlich willkommen, alle warten schon darauf, dass ihr vielleicht bei uns zu arbeiten beginnt. Die Umstände werden laufend besser, wie wir gehört haben, Werets. Es hat sich eine gewisse Änderung der letzten 20, 30 Jahre ergeben. Also vor 20 Jahren waren wir ja im Überfluss vorhanden und so ungefähr, ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Turnus begonnen habe, hat ein Kollege erzählt, wie er sich beworben hat für eine Stelle als niedergelassenen Arzt in einem relativ entlegenen Gebiet in der Steiermark, wo er zum Bürgermeister gegangen ist und gesagt, ich würde da gerne eine Ordination eröffnen. Hat er gesagt, der Bürgermeister, Sie können gerne kommen, ich habe 17 Anmeldungen. Wenn Sie alles mitbringen, selber ein Haus bauen und so weiter, dann dürfen Sie vielleicht kommen, dann kommen Sie in die engere Wahl. Heute schaut es anders aus, also wir sind fast wieder so weit, dass wieder Grundstücke und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, falls Sie dort Arzt werden. Also es hat sich wieder einiges geändert. Na gut, also es geht um den, bei meinem Vortrag geht es also um den hypotensiven Patienten. Was ist der hypotensive Patient? Wenn das Ganze mit Notfall vereint ist, dann spricht man im Regelfall vom Schock. Mein Name ist also Dr. Brause, ich komme von der Anästhesie und Sie wissen ja, dass die Anästhesisten die sportlichsten Ärzte sind, wie Sie sicher gehört haben. Nicht? Nein? Nicht? Jawohl, das ist ganz, da hat es einen Wettbewerb gegeben bei uns auf der Klinik, da hat es geheißen, also wer ist schneller von der Chirurgie auf der Kinderklinik? Der erste Preis war 10.000 Euro und dann hat ein Anästhesist gewonnen. Das ist eigentlich eh klar, wenn man weiß natürlich, wer alles mitgelaufen ist. Ne? Also mitgelaufen ist noch ein Chirurg. Der Chirurg, wenn Sie den OP ja kennen, der wartet immer darauf, dass der Anästhesist sagt, so komm, jetzt darfst du schneiden. Der wartet wahrscheinlich heute noch, der ist nicht angekommen. Dann ist noch mitgelaufen ist ein Internist. Ne? Den Internist hat noch zwei Konzilien eingeholt, ob es eine Indikation gibt und die Kontraindikation abgefragt. Das hat auch nicht funktioniert. Und schlussendlich ist da noch ein Radiologe mitgelaufen und für 10.000 Euro rennt der Radiologe nicht. Also eigentlich war es recht klar. Anästhesisten sind also die sportlichsten Ärzte. Der Schock ist so eine Sache. Der Präsident Kartnick hat also vor 15 Jahren, wie er noch der Sturmpräsident war, auch einen Schock bekommen, weil die Lieblingsverstärkung also sich verletzt hat. Also auch das wird in der Presse als Schock gesehen. Sie sehen immer wieder Meldungen, wo dann drinnen steht, dass der Vater hat einen Schock erlitten. Oder Sie werden es in der Zeitung immer wieder lesen, wahrscheinlich jede Woche 3, 4 Meldungen. Der Patient kam mit einem schweren Schock davon. Das Ganze könnte man maximal als psychischen Schock einstufen, der auch eine gewisse Definition hat. Hat sogar eine Diakoskennung in der Medizin, ist ein Schock ein lebensbedrohlicher Zustand. Und der lebensbedrohliche Zustand würde ohne gewisse intensivmedizinische Maßnahmen und ohne Behebung der Grundkrankheit sozusagen wird mit Sicherheit zum Tod führen. Also wir verstehen in der Medizin was anderes als die Presse. Also das würde in der Steiermark wahrscheinlich heißt erschrauken. Nicht? Also in der Presse wird das als Schock mehr oder weniger falsch bezeichnet. Definitionsgemäß ist der Schock das Missverhältnis zwischen dem Sauerstoffangebot und dem Sauerstoffbedarf des gesamten Körpers bzw. einzelner Organe. Also es wird einfach nicht genug Sauerstoff daher transportiert und durch diese Stresssituation, die Organe dann haben, aufgrund des Unfalls, aufgrund der Ursache des Schocks ist also ein Zustand eingetreten, dass der Bedarf höher geworden ist, der Körper kommt mit dem Bedarf nicht nach und dann gibt es eben verschiedene Ursachen und dann haben wir dieses Missverhältnis. Und um das Missverhältnis zu erkennen bzw. zu bekämpfen, dazu dient eigentlich die gesamte unsere notfallmedizinische Versorgung. Den Schock können Sie praktisch nur klinisch erkennen. Es gibt einige messbare Parameter, aber Sie können es nicht so wie am Simulator des EKG oder auch, das ist jetzt nicht abwertend, wie die Sonographie vielleicht sogar im Internet anschauen und üben, sondern den Schock müssen Sie einfach begreifen. Es gibt die klassischen Schocksymptome und es wird Ihnen genauso gehen, wie es mir gegangen ist bei meinem ersten schockierten Herzinfarkt. Bin ja dort gestanden und gesagt, ja, der Patient witzig, ist so ruhig, nicht auffällig. Oder das erste Polytrauma so ungefähr im Schockraum war auffällig ruhig, hat sich nicht so gerührt, hat sich gar nicht gewehrt. Der Chirurg hat bei den Extremitäten herumgebogen, das Knie war luxiert, das hat sich gleich so einen halben Meter verschoben. Der Patient hat keinen Mucks gemacht, bis dann irgendwann der Oberarzt gesagt hat, Deppert, da siehst du nicht, dass der komplett schockiert ist. Und du was nicht. Also im Prinzip wird es Ihnen wahrscheinlich genauso gehen. Den Schock müssen Sie erkennen, begreifen und das sind klinische Symptome. Das kann man nicht am Monitor, nicht am Bildschirm und nicht am Handy lernen. Messen könnte man das Laktat, wobei das Laktat ja ein Faktor ist, der mehrere Ursachen haben kann.
nicht nur das Schockgeschehen, auch wenn Sie fleißig arbeiten, also Sie körperlich betätigen, haben Sie einen Laktatanstieg. Also wenn sich jemand mit einer Holzhacke irgendwo in den Fuß hineinhackt, muss nicht sein, dass der Laktatanstieg durch den Schock bedingt ist. Weiters führt dann das Laktat mehr oder weniger zur metabolischen Azidose. Auch das ist messbar. In späterer Phase mal messbar wäre die Anurie. Aber da haben Sie schon sind ein, zwei Stunden bereits vergangen, dass Sie auch eine Oliguria oder Anurie feststellen könnten. Die Folge des Schocks wäre dann das Multiorganversagen, dass die Organe, auch wenn sie nicht direkt verletzt und betroffen sind, in der Folge aufgrund dieses Missverhältnisses versagen. Lungen, Leber, Gastroentinaltrakt, Niere kann man recht einfach ersetzen. Lungenversagen ersetzen wir durch Maßnahmen der Beatmung. Gastrointestinaltrakt und Leber wird schon fast unmöglich. Mit dem Leber-Eliminationsverfahren können Sie die Werte verbessern, aber nicht die Organfunktion. Also Sie können ein paar Werte herunterholen mit dem Mars, aber mehr geht nicht. Und den Gastrointestinaltrakt ist auch intensivmedizinisch nicht ersetzbar. Also wenn das eingeht, dann wird es schwierig. Das Ganze ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Die Zeichen, wie gesagt, sind an sich relativ klar, die kennen Sie. Etwas muss man auch bei der Notfallmedizin dazu sagen. Präklinisch stabilisieren, einen Schock ist fast eine Unmöglichkeit mit wenigen Ausnahmen. Ein Schock hat prinzipiell immer eine Transportpriorität. Also das kann man durchaus einmal als Grundsatz unterstreichen. Wenn Sie einen schockierten Patienten haben, haben wir eine Grenze gesetzt. Wenn es irgendwie geht, 15 Minuten vor Ort verweilen und dann ab ins Krankenhaus. Die wesentlichsten Maßnahmen zur Schocktherapie, ob es jetzt ein Herzkatheter ist, ob es jetzt vielleicht eine Polytraumaversorgung ist, eine Blutstillung und so weiter, die finden alle im Krankenhaus statt. Also diese Aussagen, die auch vor 30 Jahren getätigt haben, man muss einen schockierten Patienten präklinisch stabilisieren, bis er 120 Druck hat, wenn der ausgeblutet ist bei der Aorta oder was wird das wahrscheinlich so lange dauern, bis er keinen Blutdruck mehr hat. Das funktioniert nicht. Also im Prinzip hat ein Schock prinzipiell Transportpriorität. Natürlich, wenn Sie jetzt sagen, es gibt ja den Herzinfarkt und es gibt die Lyse, stimmt. Also Sie dürfen alles machen, was Sie in 15 Minuten zusammenbringen. Wenn Sie es in 15 Minuten schaffen, den Patienten zwei Leitungen zu setzen, Infusionen anzuhängen, in Narkose zu versetzen, intubieren und zu beatmen und das Ganze richtig machen, dann ist das brav. Wenn Sie das nicht zustande bringen, weil er vielleicht nicht einmal Venen hat und Sie bringen den Patienten nur innerhalb von 15 Minuten ins Krankenhaus, dann ist das mindestens genauso gut. Und schlecht ist es, eine Stunde präklinisch zu therapieren und zu glauben, dass man dann stabilisieren kann. Etwas, was auch interessant ist, wie unterscheiden Sie den Kollaps von Schock? Das ist ja auch von der Symptomatik ähnlich, kalt, blass, schweißig, vielleicht ein bisschen zittrig, zusammengefallen und so weiter. Wo ist der große Unterschied? Wenn man da jetzt zum Beispiel auch messen würde und das Ganze anschauen, Blutdruck niedrig, naja, ist in beiden Fällen. Ne? Tachykard ist der Patient meistens auch, vor allem wenn es jüngere Patienten sind und nicht Beta blockiert, dann haben wir die Tachykardie. Ist auch nicht viel anders. Nicht? Also die Ausnahme wäre da zum Beispiel der Bradykardie oder die Bradyarrhythmie beim Herzen. Da ist halt die niedrige Herzfrequenz die Ursache des Schocks, dann haben wir das nicht. Gut, kalt, blass, schweißig und ist eher dabei, natürlich beim Kollaps weniger. Und eigentlich, wenn Sie das alles durchmessen, bleibt nicht so viel übrig. Nur dieser eine Unterschied, der Patient wird beim Kollaps meistens umfallen und wenn Sie dann hinkommen als Arzt in Not oder als Notarzt, dann werden Sie vermutlich beim Kollaps schon einen Patienten vorfinden, dem es eh schon wieder besser geht, der fragt, warum Sie eigentlich da sind und was der ganze Wirbel soll. Und beim Schock wird es vielleicht besser, wenn das Ganze ein Volumenmangelschock ist, aber wenn es ein wirklicher Schock ist, wird er sich nicht wesentlich gebessert haben und Sie werden also den Patienten weiter versorgen müssen. Während ein Kollaps könnten Sie eigentlich vielleicht sogar für sind hey und warten, bis ihnen wieder besser geht, dann nimm dein Bett und geh nach Hause, dann funktioniert das auch. Fallbericht ist, wenn Sie solche klassischen Zeichen eines Blutverlustes sehen, das war Gastrointestinalblutung, also war die Wohnung ungefähr 30 Quadratmeter mit Blut verschmiert am Boden, fast Zentimeter hoch, dass das ja wahrscheinlich ein Blutverlustschock sein wird, ist glaube ich recht einfach, aber es ist nicht immer so einfach, wenn Sie innere Blutungen haben. Also das Ganze war eine Wohnungsöffnung vor 2 Tagen bereits. Die Patientin hat es wieder, also trotzdem so weit überlebt, bis sie dann gefunden wurde. Natürlich dann eine Volumentherapie, gastroskopisch hat dann keine Blutungsquelle, aber vermutlich dann in der Koloskopie haben sie Blutungen herausgestellt. Also gerade diese Blutungen sind nicht immer
so einfach zu finden, die Blutungsquellen, aber wenn Sie so ein klassisches Bild haben, das hat dann dazu geführt, zum Beispiel, dass die Patientin doch auf intensiv aufgenommen wurde. Am Anfang hat sie gesagt, es ist eh nichts, weil jetzt blutet nichts. Und dann habe ich diese Bilder gezeigt und dann hat es doch dazu geführt, dass man etwas invasiver und rascher das Ganze evaluiert hat. Gut, und der nächste Fallbericht wäre zum Beispiel das, nicht? GCS-14, Sprunggelenk, Wirbelfraktur, nicht intubiert, 140 Druck, I-Fast negativ, haben Sie gerade gehört. Und dann ist ein CT gemacht worden, ist der schockiert. Klinisch ist nicht so genau beschrieben gewesen, es war eher so Kleinigkeiten, nicht? Also kleine, eher kleine Frakturen. Und im CT ist dann rausgekommen, dass man Fraktur der Wirbelsäule hat, Unfall, multiple Frakturen der Brustwirbelsäule, dann LWS-Fraktur, Luxation, Sprunggelenk, Unterschenkelfraktur, insgesamt dann doch die Zeichen des Polytraumas, ist dann im CT herausgekommen und noch immer nicht, also nicht intubiert, also auch nicht irgendwie hochinvasiv Schock behandelt. Im OP war es dann schon ein bisschen komplizierter, dann haben wir schon Neosinephrine gebraucht, das ist, wie Sie wissen, ein Vasopressor. Adrenol ist auch ein Vasopressor, das ist im Prinzip, wenn im Schock bereits eine Vasodilatation entsteht, dann haben Sie praktisch die zweite Phase des Schocks erreicht. In der ersten Phase haben wir alle eine Gefäßkontraktion, haben wir alle eingestellte Gefäße und wenn Sie dann in die Azidose rasseln, dann gehen die Gefäße auf und Sie kriegen eine Vasodilatation. Und dann wird es kompliziert. Das ist diese Phase, wo vor 30, 40 Jahren die Menschen noch gestorben sind, weil es die Intensivmedizin nicht gegeben hat und diese Vasopressoren nicht gegeben wurden. Also seit wir heute wissen, dass eben diese zwei, drei Phasen gibt beim Schock und dass irgendwann durch die Azidose die Vasodilatation entsteht, ist natürlich die frühzeitige Gabe von Vasopressoren dabei. Und dann haben wir schon mal die ersten 4 EK gehabt, 8 Liter Volumenverlust, also im OP und dann ist es noch auf der Intensivstation weitergegangen. Wenn Sie sich da den Dekurs anschauen, im Prinzip massive Flüssigkeitszufuhr, Noradrenalin unterstützt, ausgiebiger Plusbilanz, Harnausscheidung versiegt und so weiter. Ultraschall, kein Perfusionshindernis der Nieren, weil die Patientin nichts ausgeschieden hat. Drastischer Laktatanstieg, da haben wir Werte von 10, 15 und mehr oft gehabt. Und im Prinzip, wenn Sie das Ergebnis dann des CTs anschauen, Schocknieren und ein Pleuraergüsse und auch eine fehlende Kontrastierung der Darmschlingen im Sinne eines Schockdarms. Also massives Schockgeschehen, was am Anfang gar nicht so ausgeschaut hat. Der Schock entwickelt sich. Es ist selten so, dass Sie den Schock akut wirklich mit solchen Befunden bekommen. Ist wochenlang auf Intensiv gelegen und war dialysepflichtig. Die Nieren haben den Vorteil, also die Nieren gehen eigentlich sofort, sagen wir so, also beenden sofort ihre Funktion, also man wird so eigentlich relativ schnell oligurisch und anurisch. Man kann es dann ersetzen, aber im Regelfall, also zu 99% der Fälle, kommen Schocknieren wieder. Also die Funktion der Nieren kommt dann wieder nach Wochen bis Monaten, geht es. Also die werden selten Dialysepatienten. Das ist der Vorteil dabei. Also wenn man die sozusagen diese Phase überlebt. Bitte. Das waren, glaube ich, Stunden, also innerhalb eines Dienstes, ich weiß nicht genau, 10, 12 Stunden schätze ich. Ja. Also 6 Stunden die Operation und dann auf Intensiv, ein paar Stunden später die Kontroll-CD. Gut, wovon sprechen wir eigentlich? Hypotension heißt im Prinzip niedriger Blutdruck. Wir kennen im Prinzip 3 Blutdruckwerte, den systolischen und diastolischen ist, glaube ich, bekannt. Und daraus wird der Mitteldruck berechnet. Wie geht der? Na, 2/3. Aha, okay. Was die Arterien, die Peripheren und die Zentralen haben andere Drücke? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das, solange dieses Gefäßsystem halbwegs dicht ist, warum sollen die Drücke anders sein? Es ist ja im Ventrikel der gleiche Druck. Also das kann man nicht vorstellen. Also ich kenne nur diese Definition. Passt. Ich prüfe es eh nicht. Also es gibt aber verschiedene Drücke. Bei dem Blutdruck muss man halt auch dazu sagen, eigentlich geht es in der Intensivmedizin in den meisten Fällen um den Mitteldruck und das ist auch das, worauf ich hinführen möchte. Es geht also nur darum, nicht darum, dass man irgendeinen Spitzendruck erreicht, der kann viele Ursachen haben, dass der vielleicht hoch ist, aber es geht im Prinzip um den durchgehenden Mitteldruck. Der Mitteldruck ist ungefähr das Maß für die Organperfusion, der muss bei den Intensivpatienten, sollte beim Erwachsenen, also in etwa bei 65 immer liegen, bei Herzpatienten höher, bei Schädel-Hirntrauma-Patienten meistens noch höher, wenn sie dem intrazerebralen Druck entgegenwirken müssen und so weiter. Also der Mitteldruck ist eigentlich der Wert, mit dem wir arbeiten. Wie messen wir
Da gibt es einmal diesen einen Grundsatz, den Sie vielleicht oder wahrscheinlich auch kennen. Man muss einfach wissen, was man misst. Messen kann man irrsinnig viel schon in der Medizin. Es kommt dann ein Haufen, es kommt ein richtiger Datenfriedhof heraus und es ist ungefähr immer der Streit derjenigen, die viel messen, gegen diejenigen, die nie was messen und sagen, die Werte sind ja alle falsch. Und ich mache das mit der Klinik und es ist mindestens genauso viel wert. Das ist die große Frage. Man muss einfach wissen, was man misst. Normalerweise TT-Blutdruckmesser kennen Sie ja vielleicht, gibt es beim Universalversand oder beim Kasten und überall, das sind so die Geschenke von Unwissenden, die sie ihren Großeltern antun, völlig unbrauchbares Klumpert, hat aber zum Beispiel eine CE-Zertifizierung. Gibt es das, so ein medizinisches Gerät? Wir wissen, glaube ich, alle, dass die nicht richtig messen, dass die Blutdrucke alle falsch sind, aber hat trotzdem eine Genehmigung. Das ist eine Einzigartigkeit, würde ich fast sagen. Sie brauchen für ein Medikament brauchen Sie Wirkungs- und Dosierungsstudien, um überhaupt so eine Zulassung zu bekommen. Für medizinische Produkte, also Geräte wie so ein Blutdruckmesser, brauchen Sie keine Messung, dass das richtig ist, was der misst am Patienten, sondern der braucht nur eine Zulassung, dass der Sensor, der da drinnen ist, auch diese 100 mm Hg misst, wenn irgendein Stempel 100 mm dort aufgedruckt. Aber dass die Methode an sich falsch ist, weil die Arterien da irgendwo im Fettgewebe zwischen den Knochen und unter den Sehnen eingebettet sind und das einfach nie stimmt, das brauchen Sie nicht nachweisen. Nicht? Und deswegen sind diese Geräte nach wie vor auf dem Markt. Wir vergessen sie und beschenken unsere Großeltern lieber mit den richtigen Oberarmmanschetten. Das sind nämlich die wirklich brauchbar sind. An sich das Maß der Dinge wäre die invasive Druckmessung, wo Sie im Gefäß direkt in der Arterie den Drucksensor drinnen haben. Und dann gibt es noch die nicht invasiven Methoden, auskultatorisch, das ist die alte Rivarocci-Methode, die Sie auch können sollten und wahrscheinlich haben. Es gibt die palpatorische Methode, wo Sie eigentlich nur welchen Druck zusammenbringen natürlich, nur den systolischen und die oszillatorischen Messungen. Normale auskultatorische Messung kennen Sie ja in diesem Bereich, wo also der systolische Druck beginnt, wo also die Gefäße nicht verschlossen sind, steigen schon langsam diese Geräusche, diese Korotkopf-Geräusche und hören bei der diastolischen Ebene aus. Das ist die Definition. Und die Oszillationen funktionieren ähnlich, dass zum Beispiel diese Sensoren, diese Schwingungen, die durch die Pulswellen hervorgerufen sind, auch als solche empfangen und die sind halt in dem Bereich am stärksten und das passt in etwa zusammen. Die meisten automatischen Geräte funktionieren auf dieser Ebene, aber es gibt auch welche mit einem Schallkopf, die also die Korotkopfgeräusche dazu machen. Im Notfall, vor allem am Transport, ist es immer schwierig, weil der Patient sich ja teilweise bewegt und wenn der Patient vielleicht so halb wie gelernt ist, also vielleicht ansprechbar, aber auf der anderen Seite dann doch nicht ganz, dass man sagen kann, halten Sie jetzt einmal 5 Minuten die Hand ruhig, führen solche Automaten meistens dazu, dass der Patient in dem Augenblick, wo er da einen Druck spürt, dann zupft er 2-3 Mal, was da los ist und wenn er das macht, dann haut es natürlich hin und vor nicht hin. Also diese Automaten sind im Notfall schwierig, gehen natürlich perfekt, wenn der Patient in Narkose und relaxiert ist, dann ist das gut. Die Referenz ist die invasive Druckmessung, arterielle Leitung, hat im Prinzip auf der Intensivstation eigentlich jeder Patient und sollte vor allem bei Patienten im Schock angewandt werden, das ist der Referenzwert und dann können Sie praktisch jeden einzelnen Herzschlag messen, wie es jetzt ausschaut, wenn Sie Narkose anleiten und sehen Sie, ob die Kurve kleiner wird und auf Null runtergeht. Sie sehen, wenn der Patient vielleicht zu wenig sediert ist, dass sie in die Höhe geht. Sie sehen, dass praktisch jeder einzelne Herzschlag, da sehen Sie auch, dass der Blutdruck sich praktisch mit jedem Herzschlag ändern kann. Und die auskultatorischen oder nicht-invasiven Maßnahmen sind halt alle ein Wert und den Notfall hat man einfach nachher das Personal nicht, dass man alle 5 Minuten oder alle Minuten irgendwann hat, der da misst und schaut, ob der Blutdruck passt. Gut. Aber was man auch wissen muss, dass diese nicht-invasiven zur invasiven Messung immer einen Unterschied haben. Also sie sind am ähnlichsten so im Bereich von 140, 150. Im unteren Bereich, also haben Sie im nicht-invasiven Bereich vielleicht 100 Blutdruck und invasiv maximal 80. Das ist ein ganz normaler Unterschied. Das muss man wissen, wenn Sie einen 18-, 20-jährigen Patienten in Narkose halten und der hat 70 oder 80 systolisch Druck, ist das für diesen Menschen in dem Alter völlig normal. Das ist normal. Da braucht man keine Therapie, da braucht man kein Topotrex, da braucht man kein Adrenol, da braucht man nicht 5 Liter Volumen. Das ist ein ganz normaler Blutdruck, auch für Sie wahrscheinlich, wenn Sie schlafen, haben Sie nicht mehr als 80 Blutdruck. Der umgekehrte Weg ist dann im oberen Bereich. Wenn der Patient 200 Blutdruck invasiv hat, hat er vielleicht nur 170 an der Manschette. Das sind Unterschiede in der Messung. Das ist der ein und derselbe Patient, wenn Sie einmal die Manschetten nehmen und einmal den invasiven, das passt nicht hundertprozentig zusammen.
Im unteren Bereich ist der nicht-invasive höher und im oberen Bereich ist der invasive höher, ist der nicht-invasive. Die Unterschiede muss man einfach kennen. Gut, wann machen wir was? Es gibt natürlich auch immer den Patienten, das sollte man nicht außer Acht lassen, egal was man misst. Es gibt ein gewisses Alter und eine gewisse Gewöhnungsphase. Manche Menschen brauchen das und eigentlich gibt es auch bei vielen Patienten einen gewissen Erhaltungsdruck. Wie gesagt, Herzpatienten brauchen sicher einen höheren Perfusionsdruck, einen höheren Mitteldruck, beziehungsweise auch Schädel-Hirntrauma-Patienten. Da definiert sich ja die Hirnperfusion als der Differenz zwischen dem Mitteldruck und dem intrakraniellen Druck. Wenn Sie 30 intrakraniellen Druck haben, und nur 60 vielleicht Mitteldruck, dann hat er einen Perfusionsdruck von 30 und das ist mit Sicherheit viel zu wenig. Also ein Schädel braucht mindestens 60 Perfusionsdruck, also die Differenz muss mindestens 60 sein, also die Patienten brauchen dann einen höheren. Also patientenorientiert arbeiten. Gut, was können wir machen? Wir haben diese Hypotension gemessen, wie auch immer. Zwei mögliche Ursachen, pathophysiologisch gesehen, es kann das Herzzeitvolumen zu schwach sein, beziehungsweise es ist der Gefäßwiderstand verloren gegangen. Und jetzt kommen wir schon langsam zu dem Thema dieser Workshops, die Sie da durchführen können. Kann uns die Sonographie dabei helfen, den Schock zu differenzieren? Die Antwort ist ganz eindeutig ja. Wenn Sie einfach schauen, Herzzeitvolumen bzw. Gefäßwiderstand, Vasodilatation, wird Ihnen sicher schon ein paar Ideen einfallen, was man da sonografisch machen könnte. Ich habe einmal versucht, eine Einteilung zu machen, was Hypotension oder Schock als pathophysiologische Grundlage haben kann. Und da gibt es die verschiedenen Krankheitsbilder, was alles eine Hypotension auslösen kann. Herzinsuffizienz natürlich, das ist eine Herzzeitvolumenverminderung, Kardiomyopathien, der Myokardinfarkt, Rhythmusstörungen, Bradykardien, Tachykardien, das akute Rechtsherzversagen. Da ist im Prinzip auch ein Volumenmangel dadurch begründet, dass ins linke Herz zu wenig hineinkommt. Wir haben einen Rückstau im rechten Herzen, es geht nichts über die Lunge drüber und das linke Herz schlägt leer und das rechte ist maximal dilatiert. Auch ein klassischer Befund. Volumenmangel in allen Formen, also Blutung, Exsikose, Diarrhoe und so weiter, alles was dazugehört. Perikardtamponade, im Prinzip haben wir da keinen Volumenmangel, sondern nur eine Unmöglichkeit des Herzens, sich auszubreiten oder sich auch wieder zu füllen. Also das Herz würde ja schlagen, schlagt auch meistens. Es entsteht eben dann dieses Swinging Heart Phänomen, wo sie das tanzende Herz drinnen stehen haben bei recht kleinen Ventrikeln, aber nicht, weil zu wenig Volumen drinnen ist, sondern weil sich das Herz nicht mehr passiv befüllen kann. Der Kreislauf ist ja auch keine Saugmaschine, sondern dass der Kreislauf befüllt sich passiv durch die Drücke, die durch das anströmende Blut hineingehen. Und wenn die Perikardtamponade den Beutel dicht macht und da 15 Druck dazwischen, wie hoch ist der Druck in der Vena Cava? Dort, wo was zum Herzen hinfließt, wie viel Druck haben wir da normal drin? Das ist ja schon viel, nicht? Also 0 bis 5, je nach Körperlage natürlich, aber wenn dann zum Beispiel der Herzbeutel 10 Druck hat und der Druck in der Vena Cava wäre 5, dann rinnt halt 0 ins Herz hinein und dann haben wir ein Problem. Was machen wir? Es gibt die radikalen Methoden, wenn wir es wissen, natürlich die Ursache beheben. Anders wenn wir natürlich, dass wir mal den ZVD heben. Wie können wir den ZVD heben? Durch Volumengabe. Also auf der anderen Seite hinten ausschirmen, dass wieder was nachkommt. Gleiche Therapie beim Rechtsherzversagen. Wenn das rechte Herz nicht drüber pumpen kann, weil es zu schwach ist, können wir nichts anderes machen, als mehr Volumen anbieten, dass vielleicht mehr drüber rennt. Also saugen tut das linke Herz nicht. Das bringen wir nicht zusammen. Spannungspneumothorax ist natürlich auch kein Volumenproblem, vermindert aber aus den gleichen Gründen wie die Perikardtamponade den Zustrom oder das Nachschieben von Flüssigkeit in das Herz. Die vasodilatatorischen Gruppen sind alle in die Richtung Synkopen und das heißt, wir haben Erweiterungen der Gefäße und das Blut versackt einfach. Der Großteil unseres Blutes befindet sich ja in den Venen, die sind teilweise temperaturabhängig und es gibt eine Reihe von Krankheiten. Bekannteste ist da sicher die Allergie. Ich glaube, heuer waren ungefähr ein Drittel aller Hubschrauber-Einsätze die sogenannte allergische Reaktion nach Wespenstich. Dabei waren es meistens nur Wespenstiche ohne Reaktion und auf und geschwollen tut es meistens bei einem Wespenstich, aber jetzt kommt ja in Mitteleuropa immer der Hubschrauber zu solchen Zwecken. Früher haben wir einfach kalt aufgeregt. So ändern sich die Zeiten. Jetzt fliegt man mit einer Hubschrauberrunde. Gut, Hitzschlag, Hitzekollaps kann gefährlich werden. Wissen Sie, es gibt einen normalen Hitzekollaps.
Das ist das, wenn die armen Rekruten da in der Sonne stehen, 3 Stunden und dann macht's bumm, dann fällt einer um. Der Hitzschlag ist was anderes. Der Hitzschlag ist lebensgefährlich. Hitzschlag ist verbunden mit Exsikose, Hypothermie. Das sind die gleichen armen Soldaten, die voll angezogen, adjustiert mit Huckepack bei 30 Grad auf die Berge steigen müssen. Also körperliche Arbeit, Übertemperatur, Austrocknung. Das sind dann die 3 Dinge, die zum Hitzschlag führen. Auch das ist eine Vasodilatation. Allerdings muss man dann dazu sagen, auch eine Flüssigkeitsverminderung. Das spinale Schock hat normalerweise auch keinen Flüssigkeitsverlust, sondern was verlieren wir beim spinalen Schock? Natürlich abhängig, wie hoch er ist. Was verlieren wir beim neurogenen oder spinalen Schock? Die Vasokonstriktion durch das Rückenmark, also genau genommen Adrenalin, Noradrenalin. Die Patienten haben kaum Flüssigkeitsverlust. Natürlich, wenn es eine Berstungsfraktur am Wirbelkörper ist, ist schon, aber trotzdem sind es keine Liter, die dort verloren gehen, sondern wirklich nur wenig. Und das Hauptproblem des spinalen Schocks ist sicher die Vasodilatation. Sepsis ist wieder eine Kombination. Wir verlieren Flüssigkeit sowohl durch Schwitzen, wir verlieren Flüssigkeit durchs Abatmen, durch die Temperatur, aber auch sehr viel Druckverlust durch die Vasodilatation. Was können wir machen? Da gibt es einige kausale Therapien. Die Herzinsuffizienz, selbst wenn man auf die im Notfall kaum so schnell bessern können. Wir können halt probieren, mit Katecholaminen in erster Linie da mit dem Topotamin zu arbeiten, teilweise vielleicht auch mit Levosimetan. Hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Das ist ein bisschen eine Diskussion, ob man heute wirklich mit Simtax beginnen soll am Notfall oder nicht. Wir sind da eher zurückhaltend. Man muss eines auch dazu sagen, dazu führt einiges an Erfahrung. Das Medikament wirkt nicht sofort, wird meistens angeflutet und dann in einer Perfusadosierung weitergeführt. Die wirklichen Effekte erkennt man nach 5, 6, 7 Stunden. Also es ist die Frage, ob man für die Transportzeiten von 15 Minuten sich dem aussetzt, dass man es vielleicht überdosiert. Und wenn man Und wenn man vielleicht auch ohne Zusatzbefunde, weil normalerweise auf der Intensivstation gibt es ja Simtax noch ein Echo, noch eine saubere F-Berechnung, nachdem man Adrenal ausgetestet hat, nachdem man die Widerstände gemessen hat, nachdem man Herzzeitvolumen hat und nachdem man eben auch Dopotrex praktisch an der oberen Grenze fährt, dann reden wir über Simtax. Also da fehlt schon noch einiges zu diesen Schritten. Kardiomyopathie wäre das Gleiche. Beim Myokardinfarkt gibt es ja die eventuell kausale Therapie des Herzkatheters bzw. der Lyse. Bradytachyarrhythmien haben wir einige Waffen, wobei es da tendenziell so eher alles in Richtung Elektrotherapie geht. Also es gibt kaum noch, ich bin gespannt, jetzt kommen halt an diese neuen Empfehlungen da wieder raus, ob da überhaupt noch irgendwelche Medikamente drinnen sind. Und das ist ja, also der Trend geht allgemein so mehr in die Elektrotherapie, weil die Nebenwirkungen der Antiarrhythmika sind fast so häufig wie die Rhythmusstörungen selbst. Also das ist wirklich sehr viel schon, hat sich da geändert. Rechtsherzversagen könnte man, wenn es eine gesicherte BAE ist, vielleicht auch kausal therapieren. Volumenmangel können in erster Linie die Exsikosen, Blutungen werden halt überbrückt. Eine Zeit lang haben wir Blutkonserven mitgenommen am Hubschrauber, das hat sich aus auch reinen technischen und Managementgründen ist das ein bisschen wieder verlassen worden. Das Problem ist, bei Blutkonserven brauchen Sie erstens geschultes Personal, zweitens brauchen Sie die Kühlschränke, die zertifiziert sind, dass die wirklich auch zugelassen sind. Sie brauchen eine ununterbrochene Kühlkette und dann ist halt die Frage, ob man wirklich in den ersten Viertelstunden Blutkonserven braucht. Und deswegen ist er aufgrund des Aufwandes fast verlassen worden. Perikardtamponade, glaube ich, ist einer der Klassiker, wo man was machen kann. Bei der Hypotension, Spannungspneumothorax, glaube ich, ist auch eine klassische Indikation, wo man praktisch lebensrettend, heilend eingreifen kann. In der vasodilatorischen Schiene geht es eigentlich nur mit Katecholaminen oder mit Vasokonstriktoren. Die können Sie dann alle sehr gut behandeln, aber in dem sind die Ursache des Ganzen kriegen wir nicht in den Griff. Also selbst wenn Sie sofort mit Antibiotika anfangen würden, wird das bis die greifen, wahrscheinlich die Sepsis, wird der Transport ins Krankenhaus schon längst erfolgt sein. Gut, also Vasodilatation extra, da haben wir also verschiedenste Möglichkeiten, Antiallergiker, Volumen, Adrenergiker, Volumen, also wir sind immer bei den gleichen 2 Möglichkeiten, auf der einen Seite Volumen zu geben, auch bei der Vasodilatation, die Frage ist nur, wann man damit aufhört, aber auf jeden Fall gehört beim schockierten Patienten, beim vasodilatorischen schockierten Patienten gehören auf jeden Fall immer Vasokonstriktoren dazu, wenn es allergische Reaktion ist, hat zusätzlich Antiallergiker.
Auswirkungen sind, glaube ich, klar. Wenn Sie dieses ABC-Schema nehmen, macht es irgendwas beim A, beim Atemweg, wird wahrscheinlich der Schock oder die Hypotension nicht viel machen. Die Patienten reagieren des Öfteren mit Tachypnoe oder Hyperventilation, also sie versuchen den schlechten Sauerstofftransport dadurch zu kompensieren, dass mehr schnaufen, damit mehr Sauerstoff reinkommt und dann tun die wenigen Erythrozyten vielleicht mehr Sauerstoff transportieren. Kardial oder beim C haben wir dann im Prinzip doch messbare Zustände, niedrige Blutdrücke, also einen flachen Puls. Pulstasten ist ja heutzutage nicht verboten. Sollte eigentlich der Standardmaßnahme sein, wenn Sie ein bisschen Übung haben im Pulstasten. Also in meiner Ausbildung hat es eigentlich noch keine Automaten gegeben und wir haben noch händisch Blutdruck gemessen. Und beim Polytrauma waren wir dann mehr oder weniger allein, es hat ja keine Anästhesie-Schwestern gegeben. Da bist dann dort gestanden und die Ausbildung hat zugeschaut, du tust einmal da tasten und schaust, wenn du es gut spürst, werden schon 100 Druck sein, wenn du es nicht spürst, dann gibst du ein bisschen Volumen. Und so hat es ausgeschaut, also schauen Sie es einfach, probieren Sie es einfach aus. Tasten Sie Puls und machen Sie so einen kleinen Sport. Ich glaube, das sind 120 und dann messen Sie es nach und dann wissen Sie also, ob Sie gut getastet haben. Also diese Übung oder diese Erfahrung ist sicher nicht schlecht. Eventuell ist der Patient desorientiert, verwirrt, verlangsamt und dissimuliert. Also die schockierten Patienten, die ich im Wachzustand getroffen habe und gesehen habe, die haben alle keine Schmerzen gehabt. Der eine hat das ganze Gesicht zertrümmert, also alles runtergetropft ist bis zum Boden. Dann hat er sich am Spiegel das gerichtet, weil es hat ihn gestört, dass da alles runterhängt. Keine Schmerzen, das tut das weh, schau das ja an. Also das sind Zustände des Schocks und des Hypotension. Es ist einfach nicht nur Blut im Hirn und da funktioniert es halt nicht mehr ganz richtig. Und der Klassiker, wie gesagt, kalt, blass, schweißig, angreifen, anschauen, dazu kommt noch marmoriert. Ich bin ja nicht unbedingt der Verfechter von SOPs, also ich behalte mich dann dem Professor Binder, der gesagt hat, Richtlinien sind Straßenlaternen, was ich so gerne anbringe, ich finde das einfach super. Richtlinien sind Straßenlaternen, sie beleuchten uns den Weg, aber nur Betrunkene müssen sich anhalten. Und ich glaube, das ist sehr viel Wahrheit da drinnen. Wir tun uns auch leichter, wenn es leuchtet in der Nacht, nicht? Aber trotzdem handeln wir uns nicht von Säule zu Säule. Und ich glaube, das ist auch die Kunst dabei. Natürlich gibt es Richtlinien. Es gibt ja diese Reanimationsrichtlinien schon seit 40 Jahren in etwa. Und ich gebe ja zu, dass ich praktisch bei jeder Reanimation diese Richtlinie sicher einmal durchbreche, weil ich behaupte, dass ich einfach sicherer bin und mehr verstehe als diese Richtlinien, die ja nicht immer genau passen. Die Patienten sind ja so gemein und halten sich oft nicht an Richtlinien, also sie reagieren nicht auf das. Und da muss man vielleicht doch Abweichungen nehmen. Aber wie gesagt, es gibt so einen Schrebergarten oder es gibt so einen Gartenzaun, wo man drinnen arbeiten kann. Aber das sind ja auch in England sind es Empfehlungen, Recommendations und das sind in Deutschland, Österreich sind es Leitlinien. Es sind ja keine Richtlinien, keine Standards oder keine SOPs. Nur manche Chefs machen daraus SOPs. Es muss jetzt immer so gemacht werden. Wie gesagt, das ABCD-Schema hat sich eingebürgert. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, einen gewissen ersten Blick zu schulen. Erstens einmal liegt der schockierte Patient immer am Boden. Also die Geschichten, die man da immer hört, der Patient ist im Schock in den Wald gelaufen und wurde von der Hundestaffel gesucht, habe ich noch nie gesehen. Also dass wir einen wirklich schockierter Patient, der war vielleicht verwirrt, der hat vielleicht ein bisschen sich aufgeregt, aber dass ein schockierter Patient herumrennt, gibt es nicht. Also der Patient im Schock, in der Hypotension, liegt am Boden. Erster Blick, das sehe ich auf 3 Meter oder auf 10 Meter Abstand, kalt, blass, schweißig. Schweißig muss man angreifen, aber kalt und blass sehe ich. Dann greife ich den Patienten an und taste seinen Puls, da weiß ich schon, ob er kalt oder schweißig ist. Das nächste. Und dann ist der periphere Puls tastbar. Wann ist der periphere Puls tastbar? Wenn wir mindestens wie viel Druck haben? Altersabhängig. Ja, 60, 70, je nach Alter. Also bei Älteren halt später, aber bei jüngeren Patienten haben sie 60, 70, tasten sie den Puls. Hängt ein bisschen vom Babyspeck ab, wie viel da drauf ist. Aber also bei 60, 70 systolisch tasten sie den Puls. Und das ist einmal schon fürs Erste genug. Also unsere Schockbehandlung hat sich ja insofern geändert, dass diese Hochvolumentherapie der 90er Jahre, wo man gesagt hat, die Infusion muss laufen, jeder braucht 3 Leitungen, am besten gleich einen HF-Katheter. Und wir füllen gleich mal bei jedem Polytrauma 5 Liter ein. Und wenn es dann doch keins war, haben wir 10 Liter drinnen, aber dann wissen wir nicht, wie es rauskriegen. Also die Zeiten sind an sich vorbei. Der Zielwert ist heute der tastbare periphere Puls für die Volumentherapie. Also so viel Volumen gehen, dass Sie den Puls tasten können. Wenn Sie einen schockierten Patienten haben und Sie tasten einen peripheren Puls, da setzen Sie eine Leitung, lassen einen Eloiso tropfen, damit es frei bleibt und schauen Sie, dass dann gibt es Medizin, also was hat der Patient, wo fahren wir hin und Abtransport. Das ist kein Grund, eine Massivvolumentherapie zu machen. Höchstens Sie haben keinen Puls, dann tasten Sie mal überhaupt auf den zentralen Puls, ob das im EKG nicht eine, wie heißt das dann ist?
pulslose elektrische Aktivität ist. Wenn es einen zentralen Puls haben und peripher nicht, dann werden wir Volumen geben, beziehungsweise nach diesen Schockursachen durchschauen, was wir brauchen. Und da ist ein bisschen Übung oder Erfahrung erforderlich, kräftig, rhythmisch, Normalfrequenz, sichtbare Blutungen, dann wird es meistens einfach und es ist auch viel mehr Signalwirkung, als wenn es eben nicht sichtbare der Blutungen sind. Beim Trauma halt ist auch natürlich der Unfallhergang ein wesentlicher Punkt. Es ist halt ein Unterschied, ob ein Rasentraktor über den Fuß drüber fährt oder ob der Patient 10 Meter abstürzt und auch einen erster Linie geschwollenen Fuß hat. Da sollte man vielleicht doch in Erwägung ziehen, dass zusätzliche Verletzungen, innere Verletzungen möglich sind. Das sogenannte Standard-Monitoring schaut, oder die Vorgangsweise überhaupt schaut bei mir aus, dass ich normalerweise immer selber am besten den Blutdruck misse, messe mir den diastolischen Wert heraus, gehe dann auf den Staumodus, wie viel muss ich dann ablassen, wo bleibe ich stehen, wie viel brauchen Sie zum Venenstauen, wie viel lassen Sie ab? Wenn Sie mit der Blutdruckmanschette stauen wollen, wie viel müssen Sie ablassen? Also da gehen nur die Spitzeln von Blut rein. Der Mitteldruck geht gar nicht rein. Jetzt müssen wir wissen, wie hoch der Venendruck ist, oder? Weil Sie müssen über den Venen, Sie wollen nicht die Venen stauen. Die Arterien wollen Sie nicht schließen, oder? Also müssen Sie stauen, dass die Venen nicht zurückströmen. Wie viel brauchen Sie da Druck? Wie viel Druck haben wir in den Venen? Was haben wir gesagt beim zentralen Venendruck? 5. Wenn Sie aufrecht stehen, haben Sie in die Füße ein bisschen mehr. Wenn Sie liegen, haben Sie eigentlich auch nicht viel mehr als 5 bis 10 Venendruck. Warum sollen dort mehr sein? Also Sie können mit 20, 30 stauen und das ist genug. Dann haben Sie das meiste Blut drinnen und der Abfluss oder der Zurückfluss zum Herzen ist gestoppt. Dann ist eine schöne Stauung. Also zum Stauen ablassen, setzen dann einen venösen Zugang und mit dem ersten Blutstropfen machen einen Zucker. Das ist so für mich die Standardvorgangsweise. Für jeden Patienten, der irgendwo herumliegt, dann mache ich das einmal und dann kommt so ungefähr der Rest. Dann kommt das Pulsoximeter drauf, dann kommt der BIR-4-Punkt-EKG und fürs Erste machen wir dann einen oszillatorischen Druck und den Zucker haben wir schon. Und wie gesagt, wenn er dann in den Schock oder wenn ich dann Schockzeichen sehe, dann versuchen wir im Regelfall im Notarztdienst einen arteriellen Druck zu setzen. Da wird die Arterie punktiert und dann wird die invasive Druckmessung aufgebaut. Und dann sehen Sie den Blutdruck jeden einzelnen Herzschlags. Und das ist, dann kann man arbeiten wie auf einer Intensivstation. Speziell können Sie dann was machen, noch ein bisschen auskultieren natürlich. Sie können den Spannungspneumothorax oder Pneumothorax herausklopfen. Sicher sehr spannend auf der Autobahn oder irgendwo im Graben, wo es ein bisschen laut ist, und oder in der Disco ist es sicher sehr lustig. Man muss eines dazu sagen, dass der Spannungspneumothorax sicher eine dramatische Geschichte ist. Im Regelfall passiert aber der Spannungspneumothorax beim beatmeten Patienten, dass ein spontan atmender Patient so einen Spannungspneumothorax kriegt, dass er erstickt oder stirbt, ist wirklich so selten wie ein Toto-12er. Also die meisten Patienten mit Pneumothorax erkennen wir, wenn sie schlecht atmen, dann werden sie intubiert beatmet, dann wird das irgendwie schlechter, dann kriegt man nichts mehr ein, dann kriegt er Kreislaufprobleme, dann gibt man ein bisschen Volumen, gibt man Katecholamine. Man auf der Intensivstation sind die Patienten teilweise, weil sie ständig monitiert sind und sofort reagiert wird, 3, 4, 5 Stunden mit dem Spannungspneumothorax beatmet, dann macht man irgendwann ein Röntgen und dann ist die Lungen so ungefähr im kleinen Becken und dann weiß man eigentlich, hätte man so eine Thorax-Drainage machen. Das hätte sich bewährt. Also es ist nicht so, dass die Patienten mit 1, 2 Atemzügen tot sind. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber das könnte man mit Perkussion, Auskultation vielleicht lösen. Gut, weiter geht es natürlich, wenn Sie einen kardialen Verdacht haben auf 12-Kanal. Und da geht es so auch im Zeitalter, wo diskutiert wird, ob dieser NSTEMI, also der Herzinfarkt, der in den normalen Ableitungen der 12 keine Hebungen aufweist. Also es wird heute fast standardmäßig gefordert, dass man links posterior und auch rechts präkardial weiterschreibt. Also der Standard heute ist bei der kardialen Abklärung fast die 16-17 Ableitungs-EKG. Dass man diese Fälle zumindest auch erkennt, dass sie ein STEMI sind und nicht ein Non-STEMI. Gut, etwas, was sehr gut ist, finde ich, ist diese, es gibt ja auch Lais und Flöhe, sie können ja auch im Rahmen eines Herzinfarkts oder im Rahmen eines PAE, also im Schock praktisch mit dem Auto in einen Baum fahren. Dann haben sie einen Patienten, der zwar ein Trauma hat oder einen
einen Unfall, ein Unfall geschehen, aber auf der anderen Seite vielleicht doch als Grundlage einen Herzinfarkt. Und da muss man wissen, soll jetzt Katecholamine mehr geben oder soll jetzt Volumen geben, was habe ich? Und da gibt es eine Waffe, die Sie jetzt gerade lernen, das wäre die Echokardiographie. Volumenfüllung anschauen, Herz ist eigentlich ein Klassiker, eine klassische Indikation. Was halt klinisch noch geht, dass Sie sich ein bisschen die Venenfüllung anschauen. Da gibt es verschiedene Methoden. Die Halsvenen sind ja normalerweise, auch wenn sie waagrecht liegen, wenn sie gut gefüllt sind, sieht man sie, vor allem bei älteren Menschen, sieht man die Halsvenen, die aber bei Inspiration verschwinden. Normalerweise, wenn der dann einatmet, sind sie weg. Ja? Wenn sie bestehen bleiben, hat der Patient im Prinzip eine verstärkte Volumenfüllung, einen Rückstau, der hat eine Herzinsuffizienz und wahrscheinlich einen kardiogenen Schock. Der braucht Volumen, ja oder nein? Eher nein, weil das ist nur. Der umgekehrte Weg ist, Sie haben dann Patienten, wenn, selbst wenn Sie da vielleicht ein bisschen stauen, beziehungsweise den Patienten, falls er es noch macht, pressen lassen, wenn da nie Halsvenen rauskommen, dann wird es eher ein Volumenmangel sein. Das gleiche ist beim Handheben. Normalerweise, wenn Sie die Hand so ausstrecken und brav gefrühstückt haben und nicht ganz ausgetört sind heute, haben Sie sichtbare Venen, wenn Sie in der Waagrechte die Hand ausstrecken. Das kommt normalerweise. Ja? Schauen alle. Passt, haben wir noch welche? Oder ist schon zu lange? Müssen schon was essen und trinken? Was man noch machen kann, ist natürlich, dass man einen kurzen Test macht. Das ist durchaus auch in der Intensivstation üblich. Der Patient hat einen Druckabfall oder wenig Druck. Wir stellen einmal das Bett so auf, dass die Füße daher sind. Wenn dann invasive Druckmessung, wenn dann mit jedem sofort der Blutdruck anfängt zu steigen, mit jedem Herzschlag praktisch, dann wissen Sie, das ist ein Volumenmangel. Das ist eine reine empirische Methode. Da sehen Sie, aha, der Patient hat Volumenmangel, funktioniert auch gut. Leider ist es halt so, dass jene Patienten, die keine Venen haben, Volumen brauchen. Also dort, wo wir den Zugang brauchen, die haben meistens die schlechtesten Venen. Ist leider so. Aber da hilft wieder der Ultraschall, wie Sie wissen. Da könnte man ja damit Ultraschall Venen punktieren und so weiter suchen, dass wir vielleicht Katheter oder was einbringen. Gut, das wäre die Volumen-Challenge. Gibt es noch, man kann einfach jedem Patienten einmal 250 Milliliter im Schuss Volumen geben, wenn man schon Leitung hat, und schaut, ob dann der Blutdruck steigt. Und da braucht man halt wieder eine gescheite Messung. Doch das hilft nichts, wenn Sie einen Blutdruck messen. Dann vielleicht, du schau jetzt wieder mal, dann machen das drei verschiedene Leute und jeder hört was anderes. Und 10, 15 Unterschied sehen Sie eigentlich nur in der invasiven Kurve und niemals mit dem normalen händischen, auskultatorischen Blutdruck messen. Das sind 10, 15 Unterschied nichts. Also kurz Volumen geben und schauen, ob es besser wird. Und wie gesagt, das ist halt dann einer der Punkte, wo die Sonographie schon große Vorteile hat. Und nachdem es die Geschichten halt alle schon handheld, teilweise als USB ansteckbares zum Handy hat, beziehungsweise am Tablet ansteckbar ist, gibt es eigentlich eh schon alle Versionen. Sonografische Möglichkeiten, wenn man diese Liste da anschaut, die wir vorher gehabt haben, Herzinsuffizienz, ja, oder? Herzinsuffizienz kann man erkennen. Kardiomyopathie natürlich auch. Myokardinfarkt wird schon ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob die Kardiologen schon da was gesprochen haben oder wie ihr das so erfahren habt. Also Wandbewegungsstörungen festzustellen mit dem Ultraschall ist halt ein bisschen eine Herausforderung und ist nicht so einfach. Also es ist, sind andere Dinge, wie eine Perikardtamponade, sicher wesentlich einfacher als Wandbewegungsstörungen regional, wirklich zu sagen, okay, dort ist was und dort ist nichts. Radi- und Tachyarrhythmien wird es nicht viel helfen, außer dass es die Sonographie erschwert, wenn der Patient tachykard ist. Die Rhythmusstörungen werden uns auch nichts bringen mit der Sonographie. Beim Rechtsherzversagen natürlich, den rechten Ventrikel, rechten Vorhof, eventuell auch die Pulmonalis, eventuell die Cava als Einstrombahn, können wir durchaus abbilden. Volumenmangel ist ein Klassiker. Ist das Herz voll, ist es voll gefüllt oder ist das Herz leer? Wir brauchen im Notfall auch keine großen EF-Berechnungen, sondern es geht eigentlich nur, ist die Ventrikelfunktion grotenschlechter oder ist sie halbwegs normal? Und die zweite Frage bei der Notfalls-Echokardiographie ist für uns nur diese, dass wir sagen, sind die Volumen gefüllt oder sind die Ventrikel gefüllt oder sind die Ventrikel leer? Und in beiden Fällen, wenn es gefüllt sind und grotenschlechte Funktion haben, gibt es Katecholamine. Wenn die Ventrikel leer sind und gut pumpen, was meistens dann der Fall ist, andere Kombinationen sind ja fast nicht der Fall, die brauchen dann Volumen. Perikardtamponade ist ein Klassiker, ist auch wirklich ein aufgelegter Elfmeter. Es gibt, also das haben sie eigentlich wahrscheinlich in einer Stunde, wenn sie das wissen und das Herz finden, haben sie das wahrscheinlich in einer halben Stunde erkannt und gelernt und gesehen. Pneumothorax ist durchaus auch eine gute Indikation.
Der Vorteil der Sonographie beim Pneumothorax ist ja noch dazu, ist ja eigentlich sogar besser als die beim Röntgen, weil beim im Thoraxröntgen sehen Sie beim liegenden Patienten die ganzen ventralen kleinen Pneus nicht, weil der Patient liegt am Rücken, die Luft ist leichter als Lunge bzw. Blut. Bis halber ist das, oder? Okay, ja, danke. Also Luft ist ja bekanntlich leichter, also die Luft ist dann meistens vorne oben und hinten ist die Lungen und Sie sehen sicher bei einem Anteil von 15-20% am Pneumothorax nicht im Thoraxröntgen im Liegen. Und da ist die Sonographie natürlich Worldmaster, weil die Sonographie ist oben und die sieht dann den Pneumothorax. Vasodilatatorisch haben wir weniger Möglichkeiten, also da können wir nicht wirklich diagnostisch was bringen. Also was bringt die Sonographie beim Schock? Das ganze IFAST natürlich in Richtung freie Flüssigkeit im Abdomen, im Thorax, beziehungsweise vielleicht auch die Perikardtamponade. Die Ventrikelfunktion, den Volumenstatus dazu, in dem Fall wissen Sie genau, brauchen wir Katecholamine, brauchen wir Volumen. Das ist eine echte gute Differentialdiagnose. Wenn Sie das nicht haben, können Sie nur probieren. Da geben Sie ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und dann schauen Sie, was besser wird. Geht natürlich auch, haben wir ja 30 Jahre gemacht, da sind ja nicht alle Patienten gestorben. Aber eigentlich eleganter heutzutage wäre eine Sonographie. Und das ist halt auch eine Option, die drinnen ist, wobei man sagen muss, das ist eine Generationsfrage fast. Das Venenpunktieren mit das Venen- und Arterienpunktieren mit Ultraschall ist aufwendig. Sie brauchen Gerät, meistens sogar einen zweiten, und dann ist wir haben immer die Diskussion mit der Sterilität und Ultraschall, da brauchen Sie das Verhüterli drüber, dass du überhaupt das machen, das ist ein Mordser Aufwand. Also das schaut so aus. Du hast 5 Minuten Zeit, ich gebe dir Vorsprung, dann stiche normal. Nicht? So ungefähr schaut es dann so aus. Also es ist ein bisschen aufwendig, aber wenn nichts anderes geht und wenn man es gut kann und gewohnt ist und öfter macht, ist es durchaus eine Option, dass vielleicht bei jenen Patienten, wo sie keine Venen oder keine Arterien finden, den Ultraschall verwenden. Okay, schlussendlich noch ein kleiner Fallbericht. Nicht direkt mit Ultraschall, aber in Richtung Schock. Eine Patientin am Zahnarztstuhl, weibliche Patientin, und hat ist kollabiert. Der Zahnarzt hat dann festgestellt, es ist offensichtlich eine allergische Reaktion. Und dort sind wir hingefahren und waren dann 1/4 Stunde später dort. Haben eine 30-jährige Patientin gefunden in Schocklagerung. Das geht ja beim Zahnarztstuhl ganz praktisch, nicht? Das kann man alles verwenden. Die Patientin ist agitiert, war also ansprechbar und gerötet, angeschwollen und dann ist natürlich bei der Allergie kommt dazu noch die Kreislaufreaktion bzw. auch die pulmonale Reaktion. Also Dyspnoezeichen hat sie keine gehabt. Die Frage vom Kreislauf war dann, Kreislauf war zu dem Zeitpunkt, wo wir gekommen sind, auch schon stabil. Gibt es Neoxylestin, gibt es darauf allergische Reaktionen? Es gibt auf alles, also es gibt ja auf die Plastikflaschen gibt es allergische Reaktionen und es gibt eigentlich, es gibt auf Histamin, also es gibt auf Adrenalin allergische Reaktionen, es gibt auf alles mögliche allergische Reaktionen. Der hat also das bekommen, dann hat der Zahnarzt ein bisschen herumgearbeitet und dann ist er auf einmal rot worden und kollabiert und dann hat der Zahnarzt gleich ist voll angeschwollen, hat einen Blutdruckabfall auf 70 gemessen und hat dann Efodil-Tropfen verabreicht. Ist gescheit? Gut. Wir haben so einmal ein Konzept erstellt, wie Zahnärzte Notfalltherapie machen und das ist jetzt wirklich nicht abwertend, aber die können keine Leitung setzen. Da geht außer nasal und subkutan und Sprays und sowas geht nichts. Also denen zu sagen, sie müssen da jetzt eine Leitung setzen, die machen es ja nie. Ich meine, wenn sie es nie machen, bringen sie es auch nicht zusammen. Also es ist so, das muss man akzeptieren und die Tropfen waren das gut, schlecht? Sie war also voll orientiert, Normenbrüche, keine Dyspnoe, keine Zyanose, auskultatorisch auch kein Piemen, Pfeifen, Brummen oder sonst was, keine Zeichen. Die Lungen waren belüftet, kein Spasmus, 110 Blutdruck, 80 Frequenz, 98 Sättigung. Erfolgreich behandelt? Passt. EKG ist dann noch geschrieben worden, 80 Frequenz, BQ-Zeit, QS schmal, keine Erregungsrückbildungsstörungen.
ist dann in die EBA gekommen. Dort wurde wieder der Hauptziel dieses Erythem festgestellt. Hat ein bisschen gejuckt, muss man auch dazu sagen. Aber am sonstigen Körper hat sie nichts gehabt. Was ist die Gefahr dabei, wenn das im Gesicht ist? Dass das ein Larynxödem ist und das von vor allem Schwellen im Gesicht. Deswegen ist die Frage der Dyspnoe relativ wichtig. Auch in den Mund hineinschauen, schauen, ob innen was geschwollen ist, das sieht man. Also man ist ja dann in einer gewissen Zeitschiene drinnen. Wenn das Ganze zunimmt in dieser Richtung, dann wird es natürlich irgendwann ein Intubationsproblem. Und dann ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt würde ich dann intubieren. Das hat aber nicht zugenommen, das ist gleich geblieben. Eigentlich ist es genau genommen fast weniger geworden. Also wir haben da hineingeschaut, da war also nichts geschwollen. Ein Globusgefühl, was ist noch ein Zeichen, dass die Stimmbänder schwellen, anschwellen? Kennen Sie das? Wie erkennen Sie, ob die Stimmbänder geschwollen sind? Was hat der Patient, die Patientin dann, wenn sie reden? Eigentlich haben sie eine ganz hohe Fistelstimme. Also sie reden ganz hoch, weil sich die Stimmbänder nicht mehr auseinanderdehnen können und so ein ganz kleiner Spalt ist. Sie kriegen eine plötzlich ganz hohe Fistelstimme. Wenn Sie das hören, dann würde ich gleich mal groß wirklich Feuer schreien, weil dann sind wir gerade dabei, dass die Stimmbänder zuschwellen. Ganz wichtig. Gut, dann hat es Schmerzen am Thorax gehabt. Darf sie das haben? Keine gastrointestinale Symptomatik, also kein Magenschmerz und so weiter. Na gut. Ein schöner Verbrauch. Gut. Warm, trocken, rosig, also nicht zentralisiert, schockiert. Gut, Arbeitsdiagnose. Was würden Sie sagen? Mal Schock. Schock eher nicht, ne? Gut. Das haben wir gemacht. In Ordnung. Brauchen wir Supra? Nein, ohne Kreislauf und ohne pulmonale Reaktion. Keine, wie immer gearteten Katecholamine und schon gar kein Adrenalin. Passt. Dann sind wir auf die EBLA losgefahren. Es ist eigentlich besser geworden. Also waren wir schon auf einem guten Weg. Guter Dinge. Sehr hoffnungsvoll. Auf der EBA ist sie halt dann untersucht worden. Schwellung, Rötung, keine Zungenschwellung, Schluckschwellung. Praktisch nur im Gesicht. Aus welchen Gründen auch immer. Wurde dann ein CT gemacht. Was war dort? Kennen Sie das Phänomen? Was ist das? Das Ganze ist ein Hautemphysem am Hals, am Gesicht, innen nicht. Das war die Rötung und die Schwellung, hat mit Allergie gar nichts zu tun. Kann apneu sein. Aber es war im CT keiner. Es könnte ab neu da aufgehen. Da hätten die Thoraxschmerzen dazu gepasst. Ja, was Geschichte da? Ja, und dann? Bitte? Wie kommt beim Zahnarzt die Luft hinein? Ich habe mir das dann vom Jaxi erklären lassen, wie das passiert. Und das ist angeblich gar nicht so selten. Also ich habe es nicht gekannt vorher, also ich habe die auf Allergie behandelt. Im Prinzip schaut es so aus, dass er mit dem Einblasen der Druckluft in irgendwelche Wundtaschen, wenn man das ein bisschen unvorsichtig macht oder zu lang und ständig einblasst, verteilt sich dann die Luft durch den Druck über die Schleimhäute praktisch ins ganze subkutane Gewebe und verteilt sie dann durchs Aufsteigen und so weiter, wenn man da lang nur herumpoppelt, so ungefähr wirklich im ganzen Gesicht, ist dann voll geschwollen, juckt natürlich, die Luft unter der Haut juckt und das war im Prinzip gar nichts. Also was haben wir gemacht oder was ist gemacht worden? Aktives Zuwarten. Ne? Der Mauritz hat immer gesagt, in der Intensivmedizin das Wichtigste ist, man soll die Selbstheilung der Patienten nicht gefährden. Und in dem Fall hat es auch funktioniert. Bitte? Ja, dann hätten wir es gesperrt, ja. Hätten wir machen können. Hat keiner gemacht. Also man hätte es tasten können, Hautemphysem uns bitte tasten, also falls Sie irgendwo einen Patienten haben, mit irgendeinem Pneu oder was und ein Hautemphysem, das muss man einmal sehen, das ist wie dieses Polsterpapier da, irgendwelche Paketen, so fühlt sich das an. Wenn man das gemacht hätte, hätte man es wahrscheinlich entdeckt. Na gut, im Vortrag bin ich fertig, jetzt darf ich Sie noch einladen, zu AGN Mitglied zu werden und zu diesem Kongress zu kommen. Das nächste Symposium ist in der ersten Woche nach Ostern, im nächsten Jahr, 2016. Wir sind eine interdisziplinäre Gesellschaft für Notfallmedizin.
Wir haben, glaube ich, eine gewisse Professionalität dabei in der Zwischenzeit. Wir mischen uns auch in die ganzen notfallmedizinischen Strategien, die da beim Land Steiermark und so weiter sind, jetzt immer wieder ein. Einer unserer wirklich Hauptpunkte ist auf der einen Seite einmal der monatliche Schufix. Und der nächste Schufix, darf ich Sie gleich herzlich einladen, ist am 16., dass ich den Tag nicht vergesse. Also dort, ich glaube am 15. Oktober. Da ist gleichzeitig auch der Tag der Wiederbelebung in Graz, den wir mit Drück mich und mit der AGN, von der AGN aus feiern. Sind Sie herzlich eingeladen, auch als Tutoren mitzuarbeiten. Das heißt, wir machen das so, dass wir in der Stadt überall so kleine Gruppen machen, die dann den Laien beibringen, was Herzmassage ist und der Defibrillator. Da gibt es dann solche Plätze, wo sie dann üben können, und die unter der Devise unter Rufen, Prüfen, Schocken schaut es so aus, dass wir schauen, was der Patient hat, fangen dann mit der Herzmassage an und dann gibt es noch den Defibrillator. Das wird Ihnen kurz beigebracht in 2-3 Minuten, und im letzten Jahr waren über 2000 Leute dabei, die wir da geschult haben, und wir brauchen natürlich immer wieder Doktoren. Das Ganze ist natürlich eine freiwillige Aktion für einen Tag. Das ist der Tag der Wiederbelebung, den wir da feiern. Wie gesagt, der Kongress im nächsten Jahr. Wir sind verantwortlich praktisch für die ganze Ausbildung in Notfallmedizin in der Steiermark. Wir machen laufende Fortbildungen. Der regelmäßige Schufix jeden zweiten Dienstag im Monat. Ja, und wie gesagt, das fängt von selber an. Da gibt es alle möglichen Highlights. Es gibt auch in der Zwischenzeit eine Notfall-App, die Sie vielleicht haben. Hat jeder von uns im Prinzip auf seinem Handy. Gibt es sowohl für iPhone als auch für Smartphone, für Android. Und das Ganze schaut so aus, dass Sie da jedes Medikament praktisch eingeben können. Sie bekommen die Empfehlungen, Dosierungen und Indikationen auf Klick. Und das am besten finde ich eigentlich diesen Kinderrechner. Wer von Ihnen weiß schon auswendig, wie die Kinderdosierungen alle sind. Und da sagen Sie, der Zwerg ist so 3/4 Meter groß, nicht? Und dann kommt außer ein 3/4 Meter großes Kind, wird wahrscheinlich 9 Kilo haben oder 12 Kilo, und dann geben sie 12 Kilo und dann sagen sie Adrenalin, oder dann kriegen sie alle Medikamente für dieses eine Kind aufgelistet, wie die Dosierungen sind, in Milliliter, in der Spritze und in Milligramm. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche noch guten Erfolg. Applaus